kannst du dann da pennen und am nächsten Morgen wieder los. In Schweden. Na, nicht in Schweden. Ja, doch, in Schweden. Und zwar kurz vor der Grenze, da ist ein Parkplatz, da stellen wir dein Auto hin, da pennst du dann im Auto. Mit Leuchtreklame hier Niere abholen. Natürlich nicht in Schweden. Hier Niere abholen, ist schön. Hier Niere abholen. Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 7.10. Und ich muss noch 4 Tage arbeiten. Also heute habe ich frei und dann noch 4 Tage arbeiten, dann habe ich Urlaub. Yeah. Und ich bin fast auf den Laufenden. Ich muss noch das Video vom 5. Schneiden und hochladen und das Video von gestern schneiden und hochladen. Und das von gestern dürfte einfach sein, da habe ich viel gequatscht. Das vom 5. dürfte schwierig sein. Habe ich gar nicht gequatscht, aber habt ihr ja schon gesehen, also ist egal. Ich muss langsam alles für den Urlaub vorbereiten. Ich muss mir meine Final Cut Dateien, was für ein Scheißwort, Final Cut Pro Dateien, machen wir es so, wenn noch was dazwischen, das geht wahrscheinlich wieder. Also ich muss mir meine Final Cut Pro Dateien irgendwie aufs MacBook ziehen, damit meine Videos in der Uckermark genauso aussehen wie hier. Ich muss mir überlegen, was ich in der Uckermark alles machen will, damit ich immer was zu zeigen habe im Video. Ich müsste mir vielleicht noch Sojamilch holen, damit ich zumindest für die ersten Tage was da habe, bevor ich losziehe und da welche kaufe oder rausfinde, wo es da welche gibt. Und ich muss mir überlegen, was ich heute noch zu essen mache. Also ich habe keinen Plan, was ich mir heute zu essen mache. Heute Abend kommt Jens noch vorbei. Ich habe Bock auf Kino. Ich hoffe, wir fahren noch ins Kino dann. Ich würde gerne Der Marsianer sehen. Soll ziemlich gut sein. Und ansonsten muss ich schauen. Am Wochenende habe ich 12 Uhr Dienst, Samstag und Sonntag. Und ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Video mache. Ich will nicht gleich wieder zurückhängen. Ich will das irgendwie durchziehen und schaffen, dass ich das immer rechtzeitig raushaue. Es sollte machbar sein, wenn ich erstmal auf dem Laufenden bin. Kommt natürlich darauf an, was ich Samstag und Sonntag aufnehme dann. Wenn es Zeug ist, was viel Schneiderarbeit bedeutet, dann könnte es wieder schwer werden. Aber mal gucken. Warum macht man sich immer so einen Stress? Man setzt sich so unter Druck oder tut so, als wenn man total beschäftigt ist? Ist man ja ganz oft nicht. Ich hab frei heute. Bin hier mit dem Hund unterwegs und hab gerade aufgezählt, was ich noch erledigen will heute. Alles schaffbar, alles machbar, alles nicht so viel, dass man jetzt irgendwie in Stress verfallen muss. Trotzdem sitze ich hier, spiele mit dem Hund und schaue ständig auf die Uhr. Und denke mal so, oh, muss bald los. Totaler Blödsinn, oder? Man macht sich diesen Stress und diesen Zeitdruck immer selbst. Total bescheuert ist man. Und genauso tut man immer so, als wenn man beschäftigt ist. Muss man das machen, muss man, was, du willst mich mit mir treffen? Nein, das geht nicht, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Sicherlich sind manche Sachen wichtig und müssen erledigt werden. Aber wenn euch das nächste Mal ein Freund oder eine Freundin fragt, ob ihr mal wieder was unternehmen könnt oder mal reden oder ins Kino gehen oder sonst was machen, dann fragt euch, bevor ihr absagt, ob das wirklich so wichtig ist, das andere, was ihr erledigen müsst. Oder nicht vielleicht doch noch kurz nach hinten verschoben werden kann. Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, der hieß, niemand ist zu beschäftigt in dieser Welt, das sind alles nur Prioritäten. Wenn euch also das nächste Mal Freunde fragen, ob ihr was unternehmen wollt, dann überlegt ganz kurz, bevor ihr gleich absagt, ob die Sachen, die ihr noch erledigen wollt, wirklich so wichtig sind oder nicht einfach nur Ausreden sind, weil ihr zu faul seid oder keine Ahnung. Setzt eure Freunde auf der Liste der Prioritäten vielleicht mal ein bisschen höher. Nicht alles ist immer so wichtig, dass man sofort erledigen muss und man kann es auch mal nach hinten verschieben. Und wenn man dafür halt eine Stunde abends länger wach bleiben muss oder so, um das noch zu erledigen, dann ist es so. Aber Freunde, Familie geht vor. Und schon gar nicht solltet ihr eure Freunde versetzen, weil ihr zu faul seid, von der Couch hochzukommen oder eine bestimmte Serie gucken wollt. Das ist ein Quatsch. Da kommt euren Arsch hoch. Nee, komm, wir gehen jetzt zurück. Mir wird kalt. Rasiercreme ins Auge gelaufen. Werd wohl nicht gleich erblinden. Und wenn schon, das ist eh mein Matschauge.
der Kasse hat mich gerade angeguckt, als wenn sie tierisch Angst vor mir hatte. Weiß ich nicht. Der Bart hat sie Angst, ich bin Salafist. Drehen ja alle durch in Deutschland momentan. Oder die Geschichte mit dem Frauenhasser. Alt um. Naja, wie auch immer. Jedenfalls muss ich jetzt nochmal zum Sky. Weil Vanille-Sojamilch, die ich immer hole für meinen Kaffee, gibt's hier heute nicht. Warum auch immer. Nur Sojamilch Light. Wo ich auch nicht verstehe, warum es die gibt. Und normale Sojamilch. Auch clever. Erstmal die halbe Straße zu bauen. Guck mal, wie schön sauber mein Auto ist. Hübsch, oder? Wer ist? Wer ist da? Wer ist da? Kuckuck! Hallo, Kuschelang! Diese unbändige Freude! Ja. Guten Tag! Und gestern habe ich beobachtet, der legt sich den Strick so zur Schlaufe und beißt dann in den Ball und trägt dann meines. Absichtlich. Der legt diesen Strick zur Schlaufe und trägt ihn. Mhm. Ich denke, das ist bad. Sich schon mal ein. Wunderbar. Mmh. Gott sei Dank weiß ich, wie ich diese heiligen Hallen fluchtartig verlassen kann. Da sind wir schneller, das Cookie bewacht die Tür. Problem ist, ich weiß nicht, ob Cookie die Seiten wechselt so schnell. Muss überreden. Guck mal, sie geht schon mal in Position. Das sieht nicht so aus, aber das ist ihre Angriffshaltung. Ja, hallo. Ah, super. Feine Cookie. So ein hübsches Hundchen. Na, siehst du. Du machst mindestens 450.000 Aufrufe. Nur du. Das hat er nur noch nicht begriffen. Bleib bloß hier, Cookie. Der Mario macht komische Sachen.